Hey Leute, damit recht herzlich willkommen zur nächsten Kanalvorstellung. Wir haben heute Deep Hunter LP, Zimlots und Sphinx. Eigentlich wären heute noch zwei andere dran, die aber leider beide inaktiv sind. Leute, ihr müsst aktiv sein, damit ich euch vorstellen kann. Oder zumindest einigermaßen aktiv. Hier haben wir auch vor 3 Tagen das letzte Video, aber er hat mir auch schon geschrieben, dass er immer vorproduziert und dann an einem Tag Folgen raushaut ohne Ende und dann wieder längere Zeit Ruhe ist. Von dem her kommt er jetzt auch dran, weil er hier an einem Tag 5 Folgen rausgeladen oder rausgehauen hat, hochgeladen hat und eben jetzt seit 3 Tagen wieder Ruhe ist. Hier das Gleiche, da bist du auch irgendwie vor einer Woche oder so, genau hier vor einer Woche, das letzte Mal aktiv geworden. Ich habe mir das Video hier angeschaut. Du hast auch geschrieben, dass du gerade am Umbauen bist von deinem Kanal, aber ich stelle dich jetzt mal trotzdem vor. Ich hoffe nur, dass du dann wieder aktiv wirst, so wie hier, dass du alle hier da, meinst du dafür? Ja, da hast du ein paar Videos hochgeladen, 8 Stück. Und er hier ist heute aktiv gewesen, genau, da sehr aktiv, 1, 2, 3, ja, 4 Videos am Tag, läuft bei dir, alle 4 Spiele, die du Let's Playst. Okay, fangen wir wieder strukturiert an, bei der Kanalinfo, die hier relativ schlecht ist. Du sagst, dass du zwar verschiedene Survival-Spiele hast, du hast auch in deinem Profilbanner schon ein paar Spiele aufgelistet, aber du sagst einfach nicht, was du aktuell spielst. Weil du, wenn wir hier mal deine Videos anschauen, du schaust, du spielst Minecraft, du spielst The Evil Within, du spielst ein bisschen Need for Speed Online und ein bisschen Ghost Recon Phantoms und dann hier wieder Craft World. Also so regelmäßig ist es ja bei dir nicht so wirklich. Schreib trotzdem die Spiele, die du vorhast zumindest zu spielen, die jetzt auch nicht unbedingt regelmäßig kommen, aber schreib zumindest irgendwie Spiele, die du gerade spielst, hier einfach rein und dann ist das eigentlich schon gut. Also viel mehr kannst du in die Kanalinfo nicht reinschreiben, wenn du da nicht viel von dir preisgeben willst, aber zumindest die Spiele, die du spielst, kannst du reinschreiben. Dann kommen wir zu Playlist. Legst du an, das ist sehr schön. Dein Profilbild, finde ich, passt überhaupt nicht zum Rest des Kanals. Wenn du da dir noch irgendwas selber einfallen lässt, dann wäre das auf jeden Fall 100-mal besser als dieser Affe mit der amerikanischen Flagge hier. Und keine Ahnung, was das hier im Hintergrund sein soll, eine Sonne oder so. Mach's auf jeden Fall selber und das sage ich eigentlich bei jedem, weil einfach selber machen ist die Devise, Leute. Selber machen. Genauso wie dieses Profilbanner, das hast du ja auch selber gemacht. Okay, du hast die ganzen Bilder nicht selber gemacht, aber du hast es immerhin selber zusammengestellt. Und da ist schon, das ist schon mal besser als einfach nur aus dem Internet irgendwas zu holen. Gut, zu Thumbnails. Das Thumbnail passt jetzt irgendwie nicht so gut zu Minecraft, aber immerhin hast du eins. Ja, ist halt ein bisschen, ich würde sagen, lustlos deine Thumbnails, weil das da ist aus dem Internet, das hier ist aus dem Internet, du, das hier auch, das wahrscheinlich, ja, wohl vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist das sogar auch noch aus dem Internet, das ist auf jeden Fall aus dem Internet. Also da könntest du schon ein bisschen mehr machen. Also bei mir, klar, meine LOL Let's Plays, da habe ich bei LOL habe ich auch aus dem Internet diese Champion Banner oder so, wie das auch immer heißt. Aber klar, also das kann man auch nicht unbedingt so selber machen. Das geht wahrscheinlich. Da ist der Zeitaufwand dann riesig. Aber immerhin nehme ich für jedes Video immerhin den Champion. Also ich mache mir die Arbeit und suche den Champ dann raus, nehme das Bild und hau da dann die Version, die Folgennummer drauf. Also da könntest du auch schon ein bisschen mehr Arbeit betreiben und nicht hier nur ganz stupide so ein Minecraft-Bild aus dem Internet auch noch hochladen. Das kenne ich jetzt zufälligerweise, weil ich das Bild schon mal gesehen habe, aber trotzdem, zumindest bei Minecraft, wenn es so einfach ist, du musst nur einen Screenshot machen.
Das ist doch so einfach bei Minecraft. Gut, Profilbanner, Profilbild haben wir besprochen. Dann kommen wir zur Videoqualität. Nehmen wir einfach mal der Evil, Medieval Total War. Du lädst den 720p hoch, schalten wir gleich mal an. Hier diese Video-Info ist auch relativ ein Witz, also liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Das schreibst du unter jedes Video und du könntest wenigstens was zur Folge irgendwie schreiben. Hier hast du auch Prag, was heißt denn Prag? Also ich habe mir das Video bis ungefähr hier oder so angeschaut und da war mit Prag irgendwie gar nichts. Irgendwie so, bisschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier im Rest noch Prag einnimmst oder so, aber du könntest immerhin schreiben, ja, also zuerst mal würde ich was schreiben zum Spiel, also wo kann man Medieval 2 Total War kaufen, wahrscheinlich bei Steam, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das bei Steam gilt, aber trotzdem schreibe irgendwie, ja, Medieval 2 Total War, Let's Play, schreib, ja, das ist jetzt schlecht, weil ich das Spiel selber noch nie gespielt habe, aber schreibe einfach irgendwas dazu, ich kenne das Spiel, das ist gar keine Frage, aber ich habe es noch nie gespielt und ich habe auch aus der Total War Reihe erst ein Spiel gespielt und zwar Rome 2 und das hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich es mir gleich kaufen würde. Von dem her, schreibe irgendwas zum Spiel und wir schauen uns ganz kurz dein Video an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, warte mal bitte. Medieval 2, wie auch immer, Total War, und zwar die zweite Folge jetzt hier. Ich hänge sie hinten dran, ich habe gerade auf nächste Runde geklickt und Dänemark fragt nach Handelsrechten und da bin ich natürlich sehr, sehr glücklich drüber. Ein Bündnis, Karteninfo, Erbe mit Prinzessin heiraten, Region abtreten, gleich Hamburg. Also was ich gut finde, ist, dass du so eine Begrüßung hast. Intro braucht jetzt nicht jeder, mein Gott, habe ich auch nicht bei jeder Let's Play-Reihe, also die Let's Play-Reihen, die bei mir kurzfristiger angesetzt sind, die, da habe ich jetzt auch kein extra Intro dafür. Was mir positiv auffällt, ist, dass du immerhin viel sprichst und auch viel zum Let's Play-Geschehen eben, ja. Wenn man jetzt kein Total War Fan ist, dann wird das Let's Play relativ schnell langweilig, zumindest bei mir, da ich einfach das Rundenbasierende eher weniger gewohnt bin vor allem. Ich kann es jetzt, also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich das irgendwie hasse oder so, aber ich bin es einfach überhaupt nicht gewohnt, dass man für jeden Spielzug so unglaublich lang braucht und deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht auch mit ein Grund ist, warum du hier so, ja, so wenig Klicks drauf kriegst. Also wenn du da irgendwie mehr Spannung in das Video reinbringst, dass das klar, das ist jetzt bei einem rundenbasierenden Spiel relativ schwer, aber wenn du trotzdem irgendwie versuchst, das Ganze ein bisschen reizvoller zu gestalten, dann hast du da auf jeden Fall die besseren Karten gezogen. Gut, haben wir bei dir alles besprochen, kommen wir zu Zimlots. Deine Kanalinfo ist echt top. Also du sagst hier was zu deinem Equipment, du sagst, was du spielst und du gibst sogar Infos hier zu dir selber. Dann kommen wir zu deinen Playlists. Ja, machst du. Dein Profilbild und dein Profilbanner ist zwar das gleiche, aber ja, es passt trotzdem. Es passt trotzdem. Es sieht gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann Thumbnails machst du auch. Ich habe jetzt ein bisschen zurückgeschaut und habe nur ganz wenige Videos gefunden, die wirklich keinen Thumbnail haben. Also hier zum Beispiel, ich glaube, da waren zwei Stück oder nur eins. Ja, war nur eins. Hier das da. Der Rest hat ein Thumbnail. Du bist aber trotzdem relativ wenig aktiv. Also da musst du auf jeden Fall noch was steigern. Ich habe dich jetzt trotzdem mal vorgestellt, weil du hier gut aktiv warst, aber trotzdem auf jeden Fall aktiver werden. Das ist ganz wichtig, wenn du eben am Ball bleibst, dass du wirklich stetig Videos hochlädst. Gut, schauen wir mal deinen
dein Minecraft-Commentary an, da ich jetzt nicht so auf Pokémon 3D stehe. Hallo und herzlich willkommen. Also am Anfang begrüßt du schon mal, das ist sehr schön. Ich mache meine Musik noch schnell auf und wir schauen einfach mal ein bisschen weiter ins Video rein, da das ja relativ mit viel Infos gespickt ist, das Video. Hier drüben erzählst du dann noch was, das Video, wie es mit deinem Kanal weitergeht. Also wer das sehen will, schaut sich es einfach mal an. Wir gehen jetzt mal bis, keine Ahnung, Minute 2,50 oder so und schauen einfach mal. Ich glaube, du hast sogar 720p, genau, sehr schön. Gut, dann bin ich mal raus und bis gleich. So eine Meinung muss immer begründet sein. Und das ist, denke ich, immer das, was momentan auch auf meinem Kanal ziemlich viel fehlt. Es schreiben viele, oh, gutes Video, super Video. Okay, ich habe es auch mal manchmal gemacht, wenn ich ganz schnell irgendwo was cool fand und mir das Video angeguckt habe. Aber auch in Zukunft werde ich mehr auch auf Inhalte, auch auf anderen Kanälen drauf gucken, auch mich mal ein bisschen besser ausdrücken, was meine Kommentarschreiben betrifft. Ich bin ja auch selbst ein kleiner, fauler Sack. Aber ich merke es ja selbst, wie wichtig das ist, wenn man Kommentar schreibt, weil das sagt vieles aus und man kann das Video verbessern. Wenn ihr jetzt schreibt, du bist dumm, was sagt das aus? Oder, ey, cooles Video, was sagt das aus? Also, mir sagt es persönlich nichts aus, außer cooles Video, aber was ist cool an dem Video? Der andere guckt es an und denkt so, wieso cooles Video? Hä, ich verstehe das nicht, was meint der Junge? Zum Beispiel. Ja, das war schon mal das Erste, was ich anspreche hier, weil das ist so ein Thema, dass ich in Zukunft möchte ich mehr auf Feedback von euch haben und da denke ich mal, das kann man vielleicht sogar noch verbessern und ja. So, jetzt kommt Werbung unter meinen Videos. Ich habe das auch einmal oder zweimal höchst auf dem Kanal gemacht, das muss ich ehrlich zugeben, ich habe es zweimal gemacht, habe es danach selbst gemerkt, wie es Nerven tut. Also ich habe es auch nicht mehr seitdem dann gemacht, weil Da kann ich ganz kurz was zu dir sagen. Also erstmal finde ich das ganz genau richtig, dass man, wenn man schon unter das Video schreibt, okay, wenn man Zeit hat, dass man zum Kommentieren, dass man auf jeden Fall drunter schreibt, was einem gefallen hat und nicht nur super Video oder schlechtes Video, sondern was einem da gefallen hat, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Dann weiß ich nicht, wo du genau herkommst, aber wenn du nicht die härtesten migrantischen Hintergründe hast, dann musst du auf jeden Fall auf deine deutsche Aussprache achten, weil du manchmal wirklich die härtesten Grammatik-Fails raushaust. Ansonsten finde ich es angenehm, dass du im Hintergrund Musik hast, hau ich bei mir auch mal gleich wieder rein. Ansonsten von der Videoqualität ist es auch auf jeden Fall ausreichend. Das hier ist jetzt nachkommentiert, aber trotzdem hier deine Pokémon-Let's Plays, die ja, ich stehe jetzt nicht so auf dieses Pokémon 3D-Style, aber wer es mag, kann sich es auf jeden Fall anschauen. Gut, wer noch mehr Infos zu dem Kanal wissen will, schaut sich hier einfach das Video komplett an, ist ja jetzt nur 14 Minuten und da wird auf jeden Fall alle wichtigen Themen von dem Kanal eben angesprochen, wie es da weitergeht, was ihr auch an dem Kanal verändern könnt, also als Abonnenten von ihm. Und ja, kommen wir zum dritten und zwar Shrinks und allein dieser Satz ist schon echt cool. Let's Plays Ironie und jede Menge flache Gags. Da weiß man gleich, okay, der Kerl ist cool. Mit dem kann man auch mal, bei dem kann man auch mal, keine Ahnung, lachen oder so. Hier hast du auf jeden Fall deinen Upload-Plan. Der ist auf jeden Fall richtig krass. Also wenn du das so durchhältst, 4 Spiele am Tag, ist echt, hui. Ich weiß ja nicht, was du arbeitest oder ob du zur Schule gehst. Aber, es ist auf jeden Fall, ja, ziemlich krass. Hier hast du deine abgeschlossenen Projekte, ist auch sehr schön, dass du gleich einen Überblick bietest. Deine Playlists sind sehr schön angelegt. Du hast hier laufende Projekte, Action, Adventure, Horror. Ist echt sehr gut durchsortiert. Da muss ich nochmal schauen, wie man das überhaupt macht. Ich glaube, das weiß ich gar nicht, wie man hier so Unterabteile macht. Muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich das ja noch raus. Ansonsten weiß ich ja schon, wen ich fragen kann. Gut, zu den Thumbnails, die sind auch sehr schön. Du gibst dir hier jedes Mal Mühe, dass du die Versionsnummer drauf schreibst. Und hier, ich weiß nicht, ich glaube, das ist kein ja, genau. Das ist kein Screenshot. Das ist auch jedes Mal, aber trotzdem. Sehr schön, die Thumbnails.
Dein Profilbild, ja, wenn es dir gefällt, dann auf jeden Fall passt zum Profilbanner. Ich stehe jetzt nicht auf diese Avatare, aber okay. Ich sag nichts, auf jeden Fall nichts Schlechtes drüber. Dann schauen wir einfach mal schnell in dein Video rein. Ich mache meine Musik wieder aus. Wir schauen uns auf jeden Fall Watch Dogs an, da ich das vorher auch schon gesehen habe. Das ist, glaube ich, nur 720p. Ah nein, genau, das war mit das mit 1080. Irgendein anderes lädst du nur in 720 auf. Ich glaube, welches war denn das? Ich weiß nicht, eines deiner Videos lädst du nur in 720 hoch und ein anderes wieder in 1080. Ich weiß nicht, an was das liegt, ob du da anders renderst oder einfach anders aufnimmst oder so. Aber ich finde es echt gut, dass du zumindest 720p hast. Also ich habe jetzt kein Video gefunden, das schlechter war. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, genau, ich glaube, das war die letzte Folge hier. Hier Watch Dogs 23 war, glaube ich, nur in 720p. Hallo Leute und herzlich Auch willkommen nicht. zurück zu Watch Dogs. Dann weiß ich nicht mehr, welches es war. Okay, wir schauen uns dein neuestes an. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Bad Blood. Ich sag ja, meine Stimme ist voll am Arsch, ey. Ich sag's euch. Naja, egal. Also ich werde mir jetzt hier erstmal ein Auto bestellen. So, was nehmen wir denn heute? Was ist uns denn genehm? Ein Boxberg? Warum denn nicht? Klingt so ein bisschen nach Bibi Blocksberg, aber lass mal das Thema. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar Nebenmissionen machen, weil ich ja echt noch weit davon entfernt bin, alle gemacht zu haben. Und früher oder später will ich die eh machen, also warum nicht jetzt? Alter, das Ding, geilen Sound. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Mein lieber Mann, der hat ordentlich was unter der Haube. So, da ist es auch schon. Ich habe jetzt mal geguckt, das ist vom Prinzip her die gleiche Mission wie die, die ich jetzt bei der letzten Folge als letztes gemacht habe, glaube ich. Also ich finde deinen Kommentierstil echt cool, dass du viel zum Spielgeschehen auch passend redest. Ich finde es auch, also die allgemeine Videoqualität ist echt cool, deine Videos sind ja allgemein echt sehr angenehm zum Anschauen. Die Videoinfo ist auch echt gut. Die Kanalinfo ist gut. Das Kanalbild ist gut. Also bei dem Kanal finde ich wenig, was ich wirklich bemängeln kann. Du hast sogar hier bei den Playlists sie besser sortiert als ich, da weil ich bis jetzt die Funktion einfach nicht rausgefunden habe, wie man hier Unterabteile machen kann. Aber da muss ich dann einfach nochmal durchschauen. Vielleicht ist es ja was ganz was Einfaches oder Triviales, das man wirklich schnell aktivieren kann. Ansonsten auf jeden Fall bei dem Kanal mal vorbeischauen. Das lohnt sich. Hier gibt es viel Umfangreiches und zwar vor allem viel Aktuelles. Also du bringst hier aktuelle Spiele, die wo du wirklich 4 Folgen am Tag raushaust. Das ist ja der Hammer einfach nur, wie du überhaupt so viel Zeit hast, Mann. Das ist also. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut, was denn diese Verbrennungen bringen sollen. Oh Scheiße, ich habe nicht aufgepasst, da steht einer. Es wird schon spekuliert, also das dachte ich mir auch eben, dass die entweder aufstehen oder eben entdeckt werden von den anderen. Dazu sollte ich sagen, das ist alles mehr oder weniger am Release-Tag bzw. am Tag nach dem Release aufgenommen worden bis hierher. Bis ihr das seht, wird wahrscheinlich schon mehr Spekulation im Internet unterwegs sein und ihr wisst wahrscheinlich dann eh schon alles besser als ich zu dem Zeitpunkt jetzt. Macht mir aber gar nichts. Ist halt so, also ich habe so Bock auf das Spiel, dass ich ja wirklich gerade übelst am Durchsuchten bin. Okay, jetzt wissen wir immerhin, wie du es fertig bringst, dass du so viel hochlädst. Also du suchtest einfach hier jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Folgen am Stück durch und lädst sie alle dann wann anders hoch. Also da, das wäre auch eigentlich die einzigste Möglichkeit, wie ich mich auch, wie ich mir das vorstellen hätte können. Weil wirklich jeden Tag von jedem Spiel nur eine Folge zu drehen, das wäre dann irgendwie, da verliert man irgendwann den Anschluss einfach.
Also jetzt kapiere ich schon, wie du das gemacht hast hier. Hast du ja auch gerade gesagt, bis hierher war alles am Stück. Also du hast dann fünf Folgen am Stück aufgenommen und lädst die dann eben über 5 Tage hoch. Gut, das ist jetzt bei mir nicht möglich, da ich League of Legends spiele und da ein Spiel 50 Minuten braucht und das so leider nicht, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, wenn man LOL-Folgen einfach cuttet. Ich glaube, das ist nicht das Optimum. Gut, also wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Lasst auf jeden Fall Feedback da, was ich in der Kanalvorstellung besser machen kann, was ich in meinem Kanal allgemein besser machen kann. Und wenn euch einer der Kanäle gefallen hat, dann ist auf jeden Fall der Link in der Infobox. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute!